Starkstrom-Cowboys. In den USA kommen diese schwindelfreien Draufgänger immer dann zum Einsatz, wenn ein Hochspannungsmast repariert oder kontrolliert werden muss. Dabei liegt ihr Arbeitsplatz in bis zu 100 Metern Höhe. Ein nicht ganz ungefährlicher Job. Die Starkstrom-Cowboys auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Neil sitzt auf der Plattform, über ihm Dan am Steuerknüppel des Heli. Die beiden Starkstrom-Cowboys reparieren Hochspannungsleitungen aus der Luft. Sie riskieren jeden Tag ihr Leben, damit nirgendwo im Bundesstaat New York die Lichter ausgehen. Neils erster Auftrag heute: Er muss einen Isolator an einem Erdungskabel auswechseln. Das Erdungskabel dient als Blitzableiter über einer Starkstromleitung mit 345.000 Volt. Dan, der Pilot, muss Zentimeterarbeit leisten. Eine plötzliche Windböe könnte den Helikopter gegen die Leitungen drücken. Dann stünde er unter Strom und würde explodieren. Den Isolator hat ein Blitz getroffen. Sehen Sie die Verfärbungen? Die ruhige Hand von Dan, dem Piloten, ist die einzige Lebensversicherung der beiden Starkstrom-Cowboys. Gefährlich wird es auch, wenn der Wind den Helikopter von der Leitung wegbläst. Denn Hubschrauber und Mast sind mit einem Kabel verbunden. Wir sind während der Arbeit an den Draht unmittelbar neben uns gefesselt. Wir stehen genauso unter Spannung wie die Leitungen. Der erste Job heute Morgen war ein Routineeinsatz. Bevor es weitergeht, tankt Dan den Heli noch einmal auf. Neil hat jetzt Pause. Er bleibt am Boden. Dafür macht sich Frank fertig. Er muss an die Hochspannungsleitung selbst ran. Frank zieht sich deshalb eine spezielle Stromschutzkleidung an. Das hier sind Spezialsocken. Zu einem Viertel sind sie aus rostfreiem Stahldraht gewebt. 25% stainless steel. Dazu trägt Frank eine feuerfeste Stahldrahthose, Kapuzenjacke und Handschuhe. Wenn du nur normale Jeans und nicht diese Spezialhose anhättest und du berührst damit die Hochspannungsleitung, dann fließt der Strom nicht außen auf der Hose, sondern die Funken schlagen hier überall ins Bein. In seinem Spezialanzug wird Frank tatsächlich die 345.000 Volt Leitung berühren. Das ist nur möglich, weil Frank und der Hubschrauber keinen Kontakt zum Boden haben. Würde Frank am Boden stehend die Leitung berühren, würde er einen Kurzschluss herstellen. Eine Stromstärke von 1000 Ampere würde durch seinen Körper jagen und ihn sofort töten. Da der Hubschrauber in der Luft schwebt, springt nur ein Bruchteil des Stroms über. Wenn ich näher komme, springen die Funken auf meine Beine über. Die Funken sprühen nur so lange, bis Frank ein Verbindungskabel zum Spannungsausgleich anschließt. Sehen Sie, wie die Funken auf meine Beine überspringen? Ich spüre überhaupt nichts wegen des Spezialanzugs. Der Strom fließt durch das Verbindungskabel. Jetzt kann ich die Leitung mit den Händen berühren und spüre nichts. Frank klettert auf die Hochspannungsleitung. Er hängt jetzt in 50 Metern Höhe. Unter seinen Füßen eine Leitung, die eine Kleinstadt mit Strom versorgt. Mit dem Helikopter kommen die Strom-Cowboys nicht nahe genug an den Mast heran. Deshalb muss Frank auf den Seilen entlang balancieren.
Er soll die Haltebolzen unter den 6 Meter langen Isolatoren überprüfen, mit denen die Leitungen an den Masten hängen. Hier an der Spitze meines Schraubenziehers sitzt ein Bolzen schon sehr locker. Das kommt von den Vibrationen, die hier wegen der hohen Spannung herrschen. Ich hebele jetzt diese Klammer ein wenig aus und spreize sie. Dann sitzt der Bolzen wieder fest. Die Hochspannung erzeugt starke elektromagnetische Felder im Bereich der Leitungen. Wissenschaftler vermuten, dass sie Krebs auslösen und unfruchtbar machen können. Doch das lässt den Starkstrom-Cowboy kalt. Das geht bei einem Ohr rein und beim anderen wieder raus. Und die Sache mit der Unfruchtbarkeit, ich will keine Kinder mehr kriegen. Ich habe schon 2. Das reicht. Franks Kollege Neil macht sich fertig für seinen 2. Einsatz heute. Diesmal muss auch Neil direkt an die Hochspannungsleitung. In Deutschland ist das Stromnetz doppelt und dreifach gesichert. In den ländlichen Gebieten der USA gibt es häufig nur eine Hauptleitung, die kleine Städte mit Strom versorgt. Deshalb können die amerikanischen Stromkonzerne die Leitungen während der Reparatur nicht abschalten. Und so müssen die Stromcowboys mit ihrem Heli auch an die wackeligsten Leitungen. Was ist los, Neil? Die Leitung ist viel lockerer gespannt als normal. Vorsichtig robbt sich Neil vorwärts, Richtung Mast. Auch er soll an den Isolatoren Klammern auswechseln. Auf den schwingenden Leitungen geht das nur im Liegen. Geschafft. Der Rückweg wird ein richtiger Drahtseilakt. Immer wieder muss Neil Pause machen. Endlich hat er genug Abstand vom Mast. Dan kann ihn wieder an Bord nehmen. Das war ein Abenteuer. Ich kann es gar nicht fassen, wie locker diese verdammten Leitungen waren. Es sah so aus, als hättest du verdammt viel Spaß gehabt. Es war einfach unglaublich. Feierabend. Alle Leitungen sind repariert. Dafür haben die Starkstrom-Cowboys ein weiteres Mal ihr Leben riskiert. Morgen gehen sie wieder in die Luft, damit nirgendwo im Bundesstaat New York das Licht ausfällt.